Es ist eines dieser Spiele, die man immer wieder auf einer Börse sieht und nichts damit anfangen kann. Komisches Cover und ein echt seltsamer Name. Was soll sich denn dahinter verbergen? Was gut ist ja sicherlich nicht, oder? Lass uns aber einfach mal zusammen hineinschauen und zusammen erforschen, was uns das Spiel so bieten kann. Was taugt Alfred Chicken für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Twilight Zone Software entwickelt und 1993 bei uns veröffentlicht. In Nordamerika kam es ein Jahr später heraus und in Japan sogar erst 1995. Alfred Chicken ist auf diversen Plattformen erschienen, unter anderem auf dem Amiga und dem Super Nintendo. Also, ihr spielt einen Hahn und das Spiel ist ein Plattformer. So viel zur grundsätzlichen Einordnung. Der ungewöhnliche Held bringt natürlich auch so seine eigenen Fähigkeiten mit sich. Ihr könnt natürlich relativ gut springen und wenn ihr den Sprungknopf gedrückt haltet, schwebt ihr auch etwas. Nicht viel, aber immerhin wird der Fall gebremst. Um euch Gegnern zu erwehren, setzt ihr euren Schnabel ein. Ihr könnt jetzt nicht einfach auf die Gegner picken, sondern drückt im Sprung dann einfach nach unten und schon saust unser Heldenhahn Schnabel voran auf die Fieslinge hinab. Euer Ziel in den Leveln ist eigentlich immer recht simpel. Sammelt eine bestimmte Anzahl an Luftballons ein. Neben dem Spielcharakter und seinen Fähigkeiten ist vielleicht die Levelstruktur das besondere Element des Spieles. Diese sind nämlich nicht klassisch von links nach rechts aufgebaut, sondern von unten nach oben. Macht ja auch Sinn, ihr seid ja immerhin ein Vogel. Ihr müsst euch aber nicht nur einfach hochkämpfen. Das wäre ja zu einfach. Es gibt meistens auch diverse Nebenabschnitte, die ihr durch Türen erreichen könnt. Dort sind auch Luftballons einzusammeln oder etwas Schalter zu drücken, die dann wie in Super Mario World bestimmte Blöcke in das Spielfeld erscheinen lassen. Die helfen euch dann im Hauptraum des Levels weiterzukommen. Auch gibt es oft in diesen Abschnitten dann auch andere Ausgänge, mit deren Hilfe ihr dann im Hauptraum woanders herauskommt und dadurch weiterkommt. Klingt jetzt erst einmal etwas konfus und unübersichtlich und das ist es auch am Anfang auch auf jeden Fall. Ihr lernt mit der Zeit aber die Abschnitte kennen und dann ist es als was mal frisch ein anderes. Der Schwierigkeitsgrad ist bei dem Ganzen meiner Einschätzung nach ziemlich knifflig und das hat vor allem einen Grund. Wenn ihr getroffen werdet, sterbt ihr sofort. Es gibt keine Lebensenergie oder ähnliches. Immerhin müsst ihr dann den Level nicht ganz von vorne beginnen. Das letzte eingesammelte Luftballon zählt bei dem Ganzen als Checkpoint. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es bei dem Ganzen leider nicht. Das ist bei so einem kniffligen Spiel nicht gerade schön. Grafisch ist das Spiel okay. Klingt jetzt zwar etwas einfach ausgedrückt, repräsentiert die Technik aber ganz gut. Es ist alles gut dargestellt, aber nicht überaus detailreich. Könnte schlechter sein, könnte aber auch wesentlich besser sein. Das Sound hingegen hat mich hingegen sehr überzeugt. Groovige Musik untermalt euer Abenteuer und ihr vermisst hier wirklich nichts. Was taugt Alfred Chicken für den Game Boy also heute noch? Bei dem Cover hatte ich ehrlich gesagt schon das Schlimmste befürchtet. Das soll ein gutes Spiel sein? Naja, ganz ehrlich, richtig gut ist es meiner Ansicht nach nicht, aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Das Spielprinzip an sich ist mal erfrischend, aber der Schwierigkeitsgrad schreckt mich persönlich dann doch mal ab. Wenn ihr das Modul jedoch günstig finden könnt, könnt ihr hier nichts falsch machen. Das war ein Test zu Alfred Chicken für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.